So, dann guten Abend. Ich prüfe noch mal kurz, dass alles an Recording läuft. Das sieht gut aus. Und dass ich zumindest grob sehe, was ihr schreibt. Okay. Dann schauen wir mal, wie wir heute durch die Themen kommen. Und wir fangen an mit dem Thema Komplemente. Vielleicht einmal ganz allgemein zum Thema Komplemente. Wem von euch sagt das B-Komplement etwas? Ja, was können wir mit dem B-Komplement anfangen oder was heißt das? Ja, fast. Also genau, also Komplemente werden genutzt, um statt einer Subtraktion eine Addition zu machen. Ich bin gerade noch so ein bisschen bei den Begrifflichkeiten. Wir fangen halt eben mal damit an, uns anzugucken. Wir können sagen, wir haben ein B-Komplement einer Zahl z. Und jetzt ist die Frage, wofür steht das B in diesem Fall? Das B ist ja ein Platzhalter. Genau, das B ist für die Basis. Das heißt, wenn ich sage B gleich 2, dann heißt das nichts anderes, als dass ich hier in dem Fall von einem Zweierkomplement rede. Oder wenn ich sage, meine Basis ist nicht 2, also das Dualsystem, sondern das Dezimalsystem, und ich würde dann sagen, B ist gleich 10, dann rede ich vom Zehnerkomplement. So, das heißt, theoretisch können wir natürlich auch gucken, was haben wir noch? Zahlensysteme. Oktal wäre dann also B gleich 8, dann wäre das irgendwie das Achterkomplement. Hexadezimal können wir uns das auch genauso vorstellen. Dann wäre das halt B gleich 16, dann wäre es das 16er-Komplement. Aber in der Regel reichen uns Zweier- und Zehner-Komplement. In Zusammenhang mit B-Komplement hört man manchmal auch vom B-1-Komplement. Ist das jetzt großartig was anderes? Fast richtig, schon ziemlich gut. Die Basis ist ja schon irgendwie beständig. Also wir können wieder von B gleich 2 als Basis fürs Dualsystem reden, aber es ist dann halt eben einer weniger. Das heißt, B-1-Komplement im Dualsystem wäre dann halt das Einer-Komplement. Und für B gleich 10 im Dezimalsystem hätten wir dann das Neuner-Komplement. Okay, so, das zur Vorbegrifflichkeit. Fangen wir mal an, wie wir das Ganze bilden können. Und da es einfacher ist, würde ich sagen, wir starten mal mit der Bildung des B-1-Komplementes. Wie kann ich das denn bilden? Genau, wir drehen die Bits um. Für das Dualsystem gilt, aus 0 wird 1 und aus 1 wird 0. Das ist richtig. Oder umdrehen. Wir sagen auch, wir invertieren alle Ziffern. Also als Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir haben die Zahl 101,
Was wäre dann das B-1 Komplement oder das 1er Komplement? Richtig, das wäre dann 0, 1, 0. Ganz einfach invertiert. Jetzt können wir aber eben halt dieses B-1 Komplement, haben wir ja eben gesagt, können wir nicht nur von einem, ja, im Dualsystem machen. Wir können das Ganze auch im beispielsweise Dezimalsystem machen. Wie bilde ich denn da das B-1 Komplement? Also was heißt denn hier das Invertieren aller Ziffern? Genau richtig. Wir tauschen quasi immer das, was 9 zusammen ergibt. Das heißt, die 9 wird zur 0. Ich glaube, das mal ein bisschen kürzer. Die 8 zur 1, die 7 zur 2, die 6 zur 3 und die 5 zur 4 und umgekehrt. Und wenn wir uns hier mal ein Beispiel angucken würden, nehmen wir mal 3, 6, 8. Oder, ja, gut, ich habe 2, 6, 8 getippt, können wir auch nehmen. 2, 6, 8. Was wäre hier das B-1 Komplement? Eine 7, 3, 1, genau richtig. Also die 2 wird zur 7, die 6 wird zur 3, die 8 wird zur 1. Das, ja, das gilt dann eben für das Dezimalsystem. Okay, jetzt haben wir das B-1 Komplement gebildet. Das ist super. Das kriegt ihr damit auch an sich schon mal hin. Wir werden gleich nochmal ein paar Beispiele machen. Bildung des B-Komplementes. Und ihr ahnt es, wir werden wahrscheinlich mit dem Dualsystem gleich anfangen. Wie bilde ich das B-Komplement? Das B-1 Komplement meintest du sicherlich, aber richtig. Wir bilden das B-1 Komplement. Und das auf der letzten Stelle. Okay, für unser Dualsystem B gleich 2. Wir hatten das Beispiel oben, die Zahl 1, 0, 1. Was ist denn jetzt hier das B-Komplement oder auch das Zweierkomplement? Okay, genau. Erstmal invertieren zu 0, 1, 0. Dann addieren wir auf der letzten Stelle die 1 und dann sind wir bei 0, 1, 1. Das gleiche können wir natürlich auch im Dezimalsystem machen. Wir hatten oben gesagt, wir nehmen 2, 6, 8. Genau, 731 erstmal gebildet und dann plus 1 dazu sind wir bei 732. Das heißt, wenn ihr das Zweierkomplement oder das Zehnerkomplement bilden wollt, müsst ihr jeweils erstmal das Einerkomplement bilden oder das Neunerkomplement und dann eben 1 auf der letzten Stelle addieren. Dann geht das relativ schnell. So. Nachdem wir die Vorbegrifflichkeit weg haben, versuchen wir mal ein wenig damit zu rechnen. Okay, ja. Warum machen wir Komplemente? Genau, es geht dann eigentlich darum, dass wir negative Zahlen damit darstellen. Also wir machen das ja nicht nur zum Spaß oder wenn man irgendwie mit Komplementen.
oder mit Komplimenten irgendwas machen kann, sondern einfach, weil wir, also doch, weil man was machen kann, nämlich halt statt Subtraktion Addition machen kann. Das ist das, was wir jetzt auch als nächstes machen, was ihr nämlich in der Aufgabe 4.2 machen sollt. Und Vorwarnung, ich springe heute so ein bisschen hin und her. Ich habe es ein bisschen anders aufgebaut, weil ich finde, das passt besser als Grundlage, als jetzt einfach stur durchs Aufgabenblatt zu gehen. Genau, also wir nutzen die Komplemente, um halt, ja, statt negativer Zahlen daraus was Positives zu machen. Zumindest das, was wir dann weiter benutzen können. Genau, also es geht darum, dass man dann halt im Endeffekt sagen kann, der Computer muss dann halt im Prinzip nur die Rechenlogik für Addition bereitstellen und dann nicht auch noch für Subtraktion. Das ist ja etwas sehr platt gesagt, aber so in die Richtung ist halt der Grundgedanke davon. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich wollte mit euch was rechnen. Und zwar die 58 minus 14. Natürlich mit Komplementen. Das heißt, welches Komplement brauchen wir jetzt, wenn wir das berechnen sollen? Ja, okay, danke. Ich war gerade gedanklich irritiert, weil die Zahlen genau umgekehrt, aber ja, du hast recht, es ist dann der 8,5. Also wir brauchen. Moment, ich schreibe das mal ein bisschen ordentlich auf, sonst kriege ich hier Haue von irgendwem. Das K, wie heißt das hier so schön? Das K10, das 10er Komplement von 14 brauchen wir und das ist 58. Die 14 ist natürlich auch ein Dezimalsystem. Okay. Nee, 58, schon wieder 58. 8, 5, 85. So rum. Okay. Das heißt, wir. Okay. Das so gut. So. Ich habe ja eben das Komplement bilden wollen. Also wir haben gesagt, 58 minus 14 wollen wir berechnen. Das dürfen wir aber nicht berechnen, weil wir dürfen kein Minus nehmen, sondern wir müssen mit Komplementen rechnen. Das heißt, wir müssen aber das Komplement bilden. Und das Komplement, das 10er Komplement in dem Fall, also das B-Komplement von 14. Heißt ja, wir tauschen wieder Dinge, ne? 1 wird zu einer 8 und die 4 wird dann zur 5. Das war das, was wir mit dem Invertieren eben hatten. Das heißt, unser Komplement wäre die 85. So, und jetzt kann ich das Ganze etwas verkürzt aufschreiben und das habe ich halt an der Stelle halt eben gemacht. Ich schreibe das mal kurz mit dem Pinsel hin, das ist vielleicht etwas schöner zu sehen. Ist die Textschreibweise. Das 10er Komplement von der Zahl 14, wobei das eine Zahl im Dezimalsystem ist, ist 85, was immer noch eine Zahl im Dezimalsystem ist. So, und das hatte ich eben versucht, da auf die Schnelle einmal mit runter zu tippen.
weil ich halt einfach, wie ihr seht, ja deutlich länger brauche, wenn ich das irgendwie mit dem Pinsel hinmale. Genau. Ja, gut. Das heißt, wir wissen, was das Komplement ist. Und dann können wir also rechnen. Wir rechnen statt 58 minus 14, rechnen wir jetzt 58 plus 85. Und was kommt da raus? Wir haben 5 plus 8 ist ein Übertrag von 1 und eine 3. 5 plus 8 ist 13, 14, also wieder eine 1, ein Übertrag und eine 4. Und durch unseren Übertrag 1 haben wir da vorne noch eine Stelle 1. Und jetzt stellen wir uns die Frage, okay, was hat das jetzt eigentlich mit unserem Rechenergebnis zu tun? Es gibt eine Sache, worauf ihr einfach achten müsst, und das ist eigentlich super einfach. Hier ziehen wir so einen Strich, wenn wir diesen Übertrag kriegen. Wir haben eine Zahlenbreite von 2 gehabt. Wir kriegen aber einen Übertrag auf eine Stelle, die noch weiter davor ist. Also wenn wir irgendwie mit 100 85 plus. Dankeschön. Ja, du hast genau richtig aufgepasst und ich habe an der Stelle nicht aufgepasst, aber dafür brauche ich euch dabei. Da habe ich einen Schritt tatsächlich irgendwo einmal nicht aufgepasst. Das ist natürlich die 86. Wäre uns aber bei der Probe, und sofern wir eine Probe machen können, sollten wir sie auch immer tun, wäre uns das aufgefallen. Das ist das 9er Komplement. Und das 10er Komplement. Dann die 86. Danke fürs Aufpassen. Okay, zurück zu der Zahl. Wir haben hier einen Übertrag gekriegt. Also in dem Fall hatten wir zwei Ziffern lange Zahlen. Hätten wir zwei Ziffern und drei Ziffern gehabt, dann wäre für uns halt interessant, kommen wir irgendwie auf noch was Höheres, auf einen Übertrag auf die vierte Stelle. Dadurch, dass wir hier quasi eine Stelle zu viel haben, diesen Übertrag von 1, den man jetzt leider kaum noch sieht, wissen wir, oder das sagt uns aus, dass wir hier eine positive Zahl vorliegen haben. Das ist so unser Merker dafür, dass wir eine positive Zahl vorliegen haben. Wir werden gleich das Gegenbeispiel erleben, wo wir das nicht haben. In dem Fall sagt es uns, dass es eine positive Zahl ist und dass unser Ergebnis direkt dahinter steht, die 44. Und wenn wir jetzt nachdenken, 58 minus 14, das sind Pi mal Daumen auch 44. Nein, es sind genau 44. Das heißt, damit haben wir dann unser Rechenergebnis. Wir können die 1 hier abschneiden und wir sind bei der 44. Genau, du bildest nur das Komplement von der Zahl, die du abziehen willst. Okay, wir können das Ganze jetzt auch nochmal. Oder. Ja. Man kann es auch so noch weiter begründen. Ich würde euch halt einfach nur empfehlen, merkt euch, wenn ihr das habt, dann sagt es euch. Ich habe eine positive Zahl. Gegenbeispiel oder Gegenrechnung. Wir rechnen 14 minus 58. Wir drehen das einmal um. Rechnen also in die andere Richtung.
Das heißt, wir brauchen jetzt das 9er Komplement von welcher Zahl? Von der 58, genau. Was ist denn das 9er Komplement von 58? Das ist die 41, genau. Und das 10er Komplement ist dann eben die 42. Genau, bei dem 10er Komplement, ich erinnere an dem, was wir vorhin gesagt haben, da war das. Wenn wir das B-Komplement bilden, in dem Fall bei 10, das 10er Komplement, hier das B-Komplement einer Zahl, das 10er Komplement beim Dezimalsystem, dann gilt die Rechenvorschrift, wir bilden das B-1 Komplement, also B-1 beim Dezimalsystem das 9er Komplement, wir bilden das 9er Komplement und wir addieren eine 1 auf der letzten Stelle. Das ist das, was wir hier gemacht haben. 9er Komplement ist einmal die Zahlen invertieren. 5 wird zu 4, 8 wird zu 1. 10er Komplement, wir addieren eine 1 auf der letzten Stelle vom 9er Komplement. Wir sind bei der 42. Auch das könnte ich jetzt natürlich dann wieder entsprechend anders schreiben. Also das 10er Komplement. Da fängt er schon wieder an, meine Unterstriche zu verschlucken und das macht ja Spaß. Das 10er Komplement von 58 ist 42. Es macht wirklich keinen Spaß, wenn hier irgendwie die Unterstriche fehlen. Erinnert mich an eine Klausur, wo mal in der Theorie irgendwie alle möglichen Formelzeichen fehlten. Das war nicht sehr witzig. Also, das gab auch einen ziemlichen. Naja, lasst euch das mal von einem älteren Studenten bei Gelegenheit erzählen, die Geschichte, jemand, der das weiß. Also, das heißt, wir machen das gleiche wie eben. Wir rechnen statt 14 minus 58, rechnen wir jetzt 14 plus 42. Rechnen das Ganze schön zusammen und stellen fest, 4 plus 2 ist 6 ohne Übertrag, 1 plus 4 ist 5 ohne Übertrag. Das heißt, unser Ergebnis ist 56. Das ist unerfreulich. Warum ist es unerfreulich? Weil wir haben keinen Übertrag wie eben. Da fehlt uns diese 1. Und richtig, weil hier eine 0 steht an der Stelle, also kein Übertrag von 1 kommt, ist das für uns der Hinweis, diese Zahl ist eine negative Zahl und wenn wir wissen wollen, welche da eigentlich wirklich hintersteckt, dann müssen wir entsprechend einmal das Komplement bilden. Das heißt, wir nehmen jetzt diese Zahl, die 56, wir invertieren das Ganze. Invertiert 56 sind 43 und addieren eine 1 darauf an der letzten Stelle 44. Prüfen das mal. Das haben wir eben gar nicht gemacht, so ganz groß. Also 14 minus 58. Das heißt, wenn ich die 14 abziehe bis zur 0, dann habe ich von 58 noch 44 Rest, die ich noch von der 0 abziehen muss. Das heißt, ich habe eine Zahl minus 44, die rauskommen muss. Und genau das kriege ich hier auch hin. Also, machen wir nochmal auf. Ein Übertrag auf zusätzlicher Stelle. Daher negative Zahl. Also das in dem Fall 10er Komplement bilden.
Ja. Genau, wenn da jetzt eine 1 wäre, dann wäre das eine positive Zahl. Dann würden wir die 56 als Ergebnis haben. Haben wir diese 1 nicht durch den Übertrag, sind wir eben bei einer negativen Zahl. Das. Oder, also es geht halt, oder es geht auch weniger um die 1, es geht um den Überlauf. Dass wir haben hier eine Zahlenbreite, wir arbeiten mit 2-Bit langen Zahlen gerade. Oder nicht 2-Bit, das ist, wir sind ja nicht im Binärsystem. Also 2 Ziffern langen Zahlen. So, und durch einen Übertrag würden wir auf 3 Ziffern lang kommen. Und das ist eben dieses, wenn wir quasi eine Ziffer mehr bräuchten, als wir eigentlich als berechnete Zahlen hatten, dann ist das der Hinweis, das ist eine positive Zahl, weil wir diesen Übertrag haben. Wenn wir keinen Übertrag haben, ist das eine negative Zahl. Die müssen wir entsprechend dann also einmal umwandeln. In dem Fall hier das 10er-Komplement bilden, das ist die 44. Das heißt, unser Ergebnis ist dann. Warte, die Frage habe ich, ich habe das gerade nicht ganz verstanden. Magst du das nochmal wiederholen? Also wir können hier ja irgendwo theoretisch einen Übertrag haben. In irgendwie in der ersten oder also in der zweiten Stelle oder auch in der letzten Stelle. Ne? Sowas kann ja irgendwie da drin sein. Aber in dem Moment, wenn wir quasi hier vor den Übertrag haben, also auf der dritten Stelle, dann ist er ja auch im Ergebnis drin. Also, das heißt einfach hier ein Übertrag irgendwie ist. Ja gut, das, Entschuldigung, ja, das ist natürlich nicht relevant. Deswegen halt der Übertrag auf zusätzlicher Stelle. Ja, also wenn wir quasi weiter vorne noch sind als mit dem Rest. So, und jetzt ganz schnell die 1 wieder weg, weil die gehört da nicht rein. Genau, also deswegen unser Ergebnis minus 44. Also das auch nicht vergessen am Ende, dass ihr das nochmal hinschreibt, dass es auch minus 44 ist und nicht irgendwie nur 44. Dann wundert man sich, woher das kommt. Das hat so ein bisschen mit den Definitionen zu tun, wie das funktioniert mit den Komplementen. Ich würde da jetzt ungern ins Detail gehen, sonst brauchen wir noch länger wieder. Also deswegen wirklich für euch, ich merkt euch, ich versuche es ja auch so ein bisschen runterzubrechen, dass ihr da irgendwie auch möglichst leicht dran kommt. Wenn dann kommt ein Übertrag auf eine zusätzliche Stelle oder kommt er nicht? Das ist das Wichtige an der Stelle. Da wir keinen Übertrag haben, haben wir gesagt, wir haben eine negative Zahl. Okay, vielleicht sind die Schritte noch nicht so ganz klar an der Stelle. Also, wenn wir unsere Berechnung haben, wir sehen, wir haben keinen Übertrag auf der zusätzlichen Stelle, dann nehmen wir unsere Zahl, unser Ergebnis, bilden davon das 9er-Komplement plus die 1, um das 10er-Komplement rauszukriegen. So, weil das ist die Zahl, die quasi versteckt hier steht. Ne, immer dran denken, wenn wir keinen Übertrag haben, dann sehen wir nicht, dann wissen wir nicht, welche Dezimalzahl das genau ist. Weil die dann nämlich in Komplementdarstellung noch steht. Und deswegen müssen wir das 10er-Komplement bilden.
Und gleichzeitig ist es halt auch so, dadurch, dass wir eben nicht diesen Übertrag auf der zusätzlichen Stelle haben, wissen wir, dass es die Zahl, die sich hierhinter versteckt, auch negativ ist. Und das müssen wir beim Ergebnis mit dem Minus deutlich klar machen. Okay? Gut. Dann. Wie schön, dass wir uns das gleich nochmal mit einem Dual, mit einer Dualzahl angucken, oder? Und zwar gehen wir mal zurück. Wir hatten 58 hier. Mal gucken, wie wir mit dem Platz hier gleich auskommen. Wir können das Ganze auch dual berechnen. Also 58 in Dual müsste 1110 sein. Das sollte ich irgendwo weiter oben schreiben. Und das mal dahin. 14 in Dezimal ist 1110 in Dual. Das Erste, was uns auffällt, die Zahlen sind unterschiedlich lang. Das müssen wir gleich berücksichtigen, weil wir sonst ein falsches Ergebnis rauskriegen. Und es uns damit natürlich deutlich schwieriger machen. So, auch hier gilt 58 minus 14. Das heißt, wir brauchen von der 14 entsprechend das Komplement, in dem Fall das, welches Komplement? Das, genau, alle Zahlen nehmen und umdrehen, also invertieren, das wäre welches Komplement? Das b minus 1. Und das heißt in dem Fall für unser Dualsystem, das wäre dann das. Genau, das erstmal invertieren ist das einer Komplement und dann am Ende auch richtig gesagt, dann müssen wir noch plus 1 machen, damit wir auf das Zweierkomplement kommen. Gut. Also, ich habe. Entschuldigung, das hatte ich vorbereitet. Ne, ihr kennt das aus den Kochshows. Ich habe da mal was vorbereitet und holt dann aus dem Ofen das fertige Essen. Wie komme ich da drauf? Ich erinnere daran, dass wir letzte Woche ein paar Verfahren, oder was vorletzte Woche? Boah, schon so lange her. Ich glaube, letzte Woche war das. Ein paar Verfahren hatten, wie man von Dezimalsystem ins Dualsystem kommt. Zum Beispiel mit dem Divisionsrestverfahren. Oder wir bilden die Potenz rein. Oder wer ganz viel Lust hat, nimmt das Horner-Schema dafür. Genau, also in der Klausur, wenn ihr es umrechnen müsst, dann nehmt ihr halt kurz das Divisionsrestverfahren oder Potenz rein oder wer Lust hat, wie gesagt, das Horner-Schema. Das, genau. Ganz ehrlich, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb, was das betrifft. Ich schreibe mir es immer einfach kurz runter. Also ich habe tatsächlich irgendwo auf meinen ganzen Zetteln habe ich auch irgendwie einmal stehen, dass 2 hoch 6 die 64 ist, weil ich vergesse das auch immer wieder. Aber klar, wenn man sich das merkt, dann geht das einfacher und schneller natürlich, als wenn man es nochmal runterschreiben muss. Zweierkomplement. Da waren wir stehen geblieben. Das Zweierkomplement von der 14 oder in dem Fall halt dem Wert, den man im Dualsystem hat. Wir invertieren. 1, 2, 3, 1. Einsen werden zu einer 0. Die 0 wird zu einer 1. Und wir addieren eine 1 auf der letzten Stelle. Das heißt, aus 0, 1 wird 1, 0. Soweit, so schön. Das Ding ist, die 58 ist länger, und zwar um 2 Ziffern. Das heißt, wir verlängern nach vorne unsere Zahl und sorgen dafür, dass wir gleich viele Ziffern haben.
Diese beiden Nullen dürfen wir natürlich beim Invertieren nicht vergessen. Die werden dann zu zwei Einsen. Das heißt, auf der gleichen Länge ist das hier unser entsprechendes Komplement. Und dann. Das zeige ich euch gleich, warum wir das verlängern. So, also. Wir wissen, richtig. Genau, das K zur Basis 1 plus 1 ist das K zur Basis 2. Also das einer Komplement, einer. Okay, gut, dass wir es geklärt haben. Dafür sind wir hier. Genau, wir waren hier bei den Zahlen. Also, was wir aus den nebenstehenden Dezimalrechnungen wissen, ist ja, dass wir hier gesagt haben, wir brauchen hier diesen Übertrag. Das gleiche gilt fürs Dualsystem auch. Wenn ich also sagen würde, ich passe das nicht auf die gleiche Länge an, dann geht das Ganze schief, denn wir sehen hier, den einzigen Übertrag, den wir generieren, sind diese beiden Einsen. Wir addieren das Ganze zusammen und wir haben ein Problem, weil unsere Zahl ist nicht lang genug, erzeugt keinen Übertrag und wir denken fälschlicherweise, es ist ein negatives Ergebnis. Genau, und jetzt. Deswegen sollen die Beine halt gleich lang sein. Unsere 14 war kürzer, deswegen haben wir hier die zwei Nullen davor ergänzt. Damit das gleich lang ist. Ungefähr so. Jetzt haben wir nämlich beides mit 6 Ziffern. Und wenn wir das Ganze jetzt ausrechnen. Dann vorne, hinten, nach vorne. 0 plus 0 ist 0. Ach so, ja, ein zu hoch. Also 0 plus 0 ist 0. 1 plus 1 ergibt einen Übertrag von 1 mit dem Ergebnis 0. 0 plus 0 plus den Übertrag von 1 ergibt eine 1. 1 plus 0 ergibt eine 1, 1 plus 1 ergibt einen Übertrag von 1 plus eine 0. Und auf der ersten Stelle haben wir, da schiebt es sich schon wieder, ungefähr so, auf der ersten Stelle 1 plus 1 plus unseren Übertrag von 1. Das heißt, wir haben eine 1 vorne plus nochmal einen Übertrag von 1. Und das heißt, wir dürfen hier nochmal eine 1 reinschreiben. Und was wir jetzt haben, ist, unsere Zahl ist nicht 6 Stellen mehr lang, sondern 7. Das heißt, wir haben hier wieder schönerweise, wir haben den Übertrag und wir wissen, dass damit die Zahl so fertig ist, wie sie ist und das quasi unser Ergebnis ist. Jetzt können wir natürlich gucken, jetzt könnten wir das Ganze nochmal umwandeln. Wir schauen 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 2, das war 4, 2 hoch 3 war 8. Hoch 4, die 16 haben wir nicht. 2 hoch 5, die 32 haben wir nochmal. Das heißt, unser Ergebnis sind 44 und das ist doppelt schön, weil das ist genau das gleiche, was wir dezimal ausgerechnet haben. Ja. Also lohnt sich ganz schnell mal zu prüfen, ob man das jetzt eigentlich richtig gemacht hat. Genau, nice. Also insofern auch hier, es gilt das gleiche. Wir wollen den Übertrag haben oder das heißt wollen. Also es ist schön, wenn wir einen Übertrag haben, dann wissen wir, dass die Zahl so fertig ist und eine positive Zahl. Und deswegen müssen wir halt eben gucken, dass wir hier diese Angleichung machen, die dann in dem Fall dazu geführt hat, dass wir die Zahlen richtig rumgeschrieben.
doch, ja, habe ich richtig rum. Genau, dazu geführt hat, dass wir die gleiche Länge haben. Sonst kriegen wir den Übertrag nicht zusammen. Wollen wir uns das gleich jetzt nochmal negativ angucken? Also ich schon. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Wir haben, also, nee. Ich hole mir erstmal, bevor ich das wieder alles neu tippen muss. Ja. Die Ziffern invertieren hier. Okay. Naja, das Einer-Komplement ist ja, wenn wir von hinten durchgehen, die 0 wird zur 1, die 1 wird zur 0, die 1 wird zur 0, die 1 wird zur 0, die 0 in Klammern wird zur 1, die 0 in Klammern wird zur 1. Das ist das Einer-Komplement. Einfach nur invertiert. Und dann sage ich, plus 1 auf die letzte Stelle. Welches ist die letzte Stelle? Die letzte Stelle ist das hier. 1 plus 1 ergibt dual 1, 0. Und das ist dann unser Zweierkomplement. Ja, das ist, weil wir für diese Komplementrechnung, wir brauchen die gleiche Anzahl an Ziffern. Und die haben wir, können vorne Nullen davor fügen. Die ändern ja nichts am Ergebnis. Es ist ja immer noch die 14 hier. Wenn ich die Nullen hinten anfügen würde, rechts davon, dann hätte ich ein Problem. Dann mache ich die Zahl ja größer. Aber Nullen davor tut nichts. Richtig. Ne, sonst, das hatte ich vorhin noch einmal gezeigt, dann kriegen wir keinen Übertrag und das ist doof. So, ich wollte die Zahlen einmal kopieren. Okay, wir haben 14 minus 58. In dem Fall sind tatsächlich die Zahlen nicht so wild, aber auch hier ist eigentlich schöner, wenn wir die vollständig haben, einmal die Ziffern. Wir brauchen jetzt also das Zweierkomplement von der 58. Das wäre dann was für eine Zahl? Das Zweierkomplement von der 58 in Dual. Eins, eins, null. Doch, ich glaube, du hast recht. Wir machen mal den Zwischenschritt. Wir invertieren nur. Das mache ich mal dazwischen. Drei Einsen werden zu einer 0. Die 0 wird zu 1. Die 1 wird zu 0. Die 0 wird zu 1. Das ist das Einerkomplement. Plus die 1 auf die letzte Stelle. Na, also das sind hier das K1 von 58. So, und wenn wir auf die letzte Stelle eine 1 addieren, dann wird aus 0, 1 wird 1, 0. Also insofern alles richtig. Und die 1 hier, die bleibt natürlich. Okay, gut, also auch hier gilt, wir starten mit der 14 und wir wollen 58 abziehen, also addieren wir das Zweierkomplement, das die 3 mal die 0, 1, 1, 0 ist.
Und dann schauen wir mal, was da jetzt rauskommt. Ich vermute, ihr habt so ein gewisses Gefühl, was da rauskommen könnte. Da mag er schon wieder nicht meine Unterstriche. Ich verstehe es nicht. Also, ich habe auch nicht rausgefunden, wo der Bug herkommt. Die sind klar eindeutig da, aber er zeigt sie nicht an. Habe ich echt noch nie erlebt. Gimp ist spannend. Einfach Gimp neu programmieren. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen was anderes in meiner Freizeit zu tun und ich glaube, mein Arbeitgeber zahlt mir nicht dafür. Genau, falls irgendwer aber mal irgendwie Gimp neu programmieren will, gerne oder. Wobei an sich ist es auch gar nicht. Es ist nicht so schlecht. Also, wir fangen an von hinten. 0 plus 0 ist 0. Dann haben wir die 1 plus 1 ergibt einen Übertrag von 1 und eine 0. 1 plus 1 ergibt plus den Übertrag 1 ergibt einen neuen Übertrag von 1, aber auch eine 1, die unten stehen bleibt. 1 plus 1 heißt neuer Übertrag von 1 und unten eine 0. So. 0 plus 1 aus unserem Übertrag heißt, wir haben unten eine 1. Und dann haben wir oben irgendwie nur noch Nullen. Ja, das war's. Das heißt, wir haben keinen Übertrag. Wie im Dezimalsystem gilt für uns, das heißt, diese Zahl hier ist eine Zahl, die noch in Komplementdarstellung dasteht, wenn wir wissen wollen, was da eigentlich hintersteckt. Das heißt, wir nehmen 0, 1, 0, 1, 0, 0. Und wie geht's weiter? Wie war das nochmal? Wir bilden das Zweierkomplement, ja. Nochmal von vorn, bitte, das kam gerade abgehackt an. Richtig, 1, 0, 1, 0, 1, 1 ist das Invertieren. Genau, wir können auch von hinten anfangen. 1 plus 1 ist 0. Im Übertrag merken wir uns gerade noch. Das heißt, wir haben auf der zweiten Stelle von hinten 1 plus unseren Übertrag, den wir uns gemerkt haben, ist wieder 0. Und merken uns den Übertrag. Auf der dritten Stelle dürfen wir ihn hinschreiben, weil wir 0 plus 1 machen. Genau, und unsere 101 davor bleiben auch. Das heißt, unser Zweierkomplement der Zahl ist 101100. Wo? Zehnerkomplement? Weil wir das in der Zeile gemacht haben. Hier oben haben wir das Ganze gemacht. Ne? Also das hier ist das Neunerkomplement. Und das ist das Zehnerkomplement. Gerne. Achtung, 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 das hat nichts mit der Null da links zu tun, sondern das hat damit was zu tun. Dass wir hier nichts stehen haben. Na, also es hätte ja jetzt auch eine Zahl sein können, die so ausgesehen hätte. So, und das würde dann trotzdem das gleiche gelten, weil davor auf der siebten Stelle von hinten gesehen kein Übertrag gelandet ist, haben wir immer noch eine negative Zahl vorliegen.
Ich konnte gerade nicht ganz folgen. Also jedenfalls, wir haben kein, ne, wir haben keinen Übertrag hier und deswegen Negativzahl und deswegen müssen wir das B-Komplement bilden. In dem Fall im Dualsystem, also das Zweierkomplement. Das. Wenn wir einen Übertrag gehabt hätten auf der siebten Stelle, dann hätten wir es nicht machen müssen, so wie wir das eben hier bei der Rechnung in der, mit andersrum mit den Zahlen hatten. Ne, da haben wir hier haben wir ja eine kleinere Zahl von einer größeren abgezogen. Das führt dazu, dass wir nachher den Übertrag haben, den wir hier. Wenn wir hier links eine 1 haben, dann haben wir eine positive Zahl vorliegen. So, und das heißt für uns jetzt, dass unser Ergebnis minus 101100 ist. Und das hatten wir eben, also ne, 101100, 101100, das hatten wir hier eben auch schon. Das ist nichts anderes als 4 plus 8 plus 32. Also das ist unsere minus 44, wie wir sie hier links auch haben. Das ist doch schön, das heißt, wir haben auch wieder alles richtig gemacht. Okay. Wo ist hier eine 1? Ich sehe keine 1. Ich sehe hier keine 1. Ich sehe keinen Übertrag. Achtung, ja, weil ich beide Zahlen einmal genommen habe. Einmal habe ich 48, 50, 58 minus 14 gemacht. Das war unser erstes Beispiel. Und jetzt das zweite ist 14 minus 58. Ne, es hängt halt davon ab, ziehen wir die größere Zahl von der kleineren ab oder die kleinere von der größeren. Genau, sonst guckt euch das in Ruhe nochmal zu Hause an, dann kriegt ihr es auch hin. So, noch eine Frage? In der Regel steht, was genau ihr berechnen sollt. Also ihr kriegt ja nicht, habt ja nicht nur zwei Zahlen, sondern in der Hausaufgabe steht zum Beispiel, dass ihr 732 minus 867 berechnen sollt. Da ist dann keine Frage, in welche Richtung ihr rechnet. Dann wird 732 minus 867, beziehungsweise, was macht man stattdessen? 732 plus das Zehnerkomplement von 867, weil ihr ja mit Komplementen rechnen sollt. Gut. Ich kann euch leider noch nicht aus den Komplimenten entlassen. Überhaupt sowieso. Irgendwie so viel mit Komplimenten heute irgendwie. Wir müssen aber mal ein bisschen weiter gucken. Aber ich glaube, ihr habt das jetzt soweit auch. Das heißt, es gibt. Wir gucken uns mal ganz kurz so ein bisschen das an, was in Aufgabe 4.1 steht. Da gibt es so einen Algorithmus. Und da steht, jemand schlägt folgenden Algorithmus vor zur Bildung des Zweierkomplements einer Binärzahl aus a gleich a tiefgestelltes n minus 1, a tiefgestelltes n minus 2 bis a1, a0. Heißt also nichts eine Binärzahl, die an, nichts anderes als eine Binärzahl, die aus ganz vielen Stellen besteht. Und die Stelle, die ganz vorne ist, ist halt a n minus 1. Und die Stelle, die ganz rechts ist, ist halt irgendwie als a0 bezeichnet. Und dazwischen werden die halt bezeichnet. Okay. Gehe die Bits von a von rechts nach links durch. Das wird quasi hier hinter einmal, voilà, hier einmal beschrieben in der Klammer. Dieses von rechts nach links, ne, weil alle a unterstrich i von 0 bis n minus 1. Das heißt, das erste a0, was man durchgehen würde, ist, nein, das erste ai, was man durchgehen würde, das ist wieder so aus der mathematischen Formelbeschreibung, das erste ai ist das mit 0
Das ist das A0. Dann würde als nächstes nach 0 kommt 1, würde also A unterstrich 1 dran sein. Dann die anderen, die hier zwischen sind. Und am Ende sind wir irgendwann bei A unterstrich oder kleingestellt, nicht unterstrich A, kleingestellt N minus 1. Und das ist das gleiche wie das, was hier ganz links ist. So, also das beschreibt also nur das Ganze, wie das ist. Dabei bleiben alle a unterstrich i gleich 0 stehen, bis man das erste a i gleich 1 findet. A i, wir haben gerade festgestellt, was heißt a i? Das heißt, damit sind diese einzelnen Ziffern gemeint, die man durchgeht. Und wir gehen ja von rechts nach links durch. Das heißt, von rechts nach links bleiben alle 0, gehen alles durch. Wir haben Ziffer, Ziffer, Ziffer. Solange eine 0 ist, bleibt stehen, bis wir eine 1 finden. Diese 1 bleibt stehen. Dann gucken wir die restlichen Bits an. Wo liegen die restlichen Bits jetzt? Richtig. Das heißt, die restlichen Bits, die hier gemeint sind am Ende, das sind die, die quasi links von der ersten 1 stehen, die wir von rechts finden. Ganz platt gesagt. Okay. Wie soll das Ganze jetzt gehen in der Aufgabe? Ihr sollt in A erstmal überhaupt nichts damit machen, sondern ihr sollt mit einem Algorithmus aus der Vorlesung die Zweierkomplementdarstellung einer Dezimalzahl bilden. Ah, okay. Gut, das kriegen wir hin. Nehmen wir mal eine Zahl minus 26 zum Beispiel. Wie würden wir daraus jetzt die Zweierkomplementdarstellung hinkriegen? So, wir sollen das. Ja? Das ist richtig, genau. Du hast genau den Schritt schon gemacht, der eben nämlich gerade noch vergessen wurde. Achtung, wenn da steht, das Ganze in Zweierkomplementdarstellung zu machen, dann heißt das, dass wir das Ganze im Dualsystem machen müssen. Das heißt, wir müssen unsere Zahl minus 26 nehmen, in Dual. Zum Beispiel mit dem Divisionsrestverfahren, weil es so schön ist, machen wir das nochmal eben ganz schnell. Das heißt, wir nehmen unsere 26, teilen sie durch 2, bekommen 13 Rest 0 raus. Das kürzen wir ein bisschen ab. 13 Rest 0. Dann haben wir 13 geteilt durch 2 ist 6 Rest 1. Danke. 6 durch 2 ist gleich 3, Rest 0. Irgendwie ist er da ein bisschen verrutscht. Drei geteilt durch 2 ist gleich 1, Rest 1. Genau. Und wir kommen wieder am Ende an. 1 geteilt durch 2 ist dann 0 Rest 1. Und das ist ja das, wo wir dann Abbruchbedingungen haben. Und dann lesen wir, wo war das nochmal? Welche Richtung müssen wir jetzt ablesen? Genau, von unten nach oben. Das heißt, 1, 1, 0, 1, 0 ist unsere Dualzahl. Ich, ja, das ist ja das, ich nehme ja nicht die Zahlen, die ihr in den Aufgaben habt. Ne? Für die Aufgaben ist ja was anderes vorgesehen. Und das wäre ja viel zu dämlich, wenn ich mit euch das so direkt mache. Ihr sollt ja auch nochmal zu Hause was wiederholen können. Abgesehen davon kriege ich auch Haue, wenn ich euch die Aufgabenlösung direkt gebe. Ihr hättet ja auch das Potenzverfahren nutzen können. Warum hat er. Das finde ich spannend. Ich hoffe, ich bin gleich noch da und nicht, dass mir mein Internet gerade wegbricht.
So, jetzt haben wir das wieder. So ein Spaß. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Das ist gut. Okay. Vielleicht an der Stelle auch nur mal eine Warnung. Ich habe irgendwie feststellen müssen, ich weiß nicht, hatte ich das letzte Woche schon gesagt, mein Internetanbieter hat beschlossen, mein Internet ist nicht mehr so stabil. Nein, die haben es bestimmt nicht beschlossen, das wäre gemein, aber es ist manchmal instabil. Es kann auch sein, im dümmsten Fall fliege ich mal 5 Minuten raus. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich versuche auf jeden Fall wiederzukommen. Im Zweifel komme ich mit dem Handy kurz rein. Heute, toi, 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 alles gut. Klopf auf Holz. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, genau. Du hättest auch Potenz reinnehmen können zur Umwandlung in Dezimalzahl. Ist hier nicht vorgegeben. Geht einfach. Dezimalzahl, sag ich schon. In Dualzahl. Ist hier nicht vorgegeben, was ihr dafür benutzt. Ich habe jetzt Divisionsrestverfahren genommen. Wichtig ist einfach, dass ihr dran denkt, von der Dezimalzahl in die Dualzahl zu wechseln, denn wir sollen da ja das Zweierkomplement nach dem aus der Verfahren aus der Vorlesung machen. So, das war ja das. Wir invertieren alles, wie wir eben gesagt haben. Beziehungsweise machen das einer Komplement. Das war jetzt was in unserem Beispiel? Wäre das jetzt gewesen? Oder ist das? Genau, 0, 0, 1, 0, 1. Ja, danke. Du hast recht, das Vorzeichen sollten wir nicht unterschlagen an der Stelle. Okay, und ich nehm die 2 hier lieber gerade weg, weil er irgendwie da den Unterstrich in der Zeile wieder nicht mag. Ja? Rein prinzipiell. Also, wenn ich halt sage, ich muss, um das umzuwandeln, muss ich die 26 in Komplementdarstellung darstellen, in Zweierkomplementdarstellung darstellen. Und dann rechne ich alles um und am Ende denke ich noch an das Minus. Dann ist das auch okay. Ich muss halt nur gucken, dass ich es nicht irgendwo einfach vergesse oder irgendwie die Schritte unklar mache. So, und in dem Fall war es ja so, dass ich hier gesagt habe, ich mache die minus 26 in Dual und deswegen war die Anmerkung schon richtig. Wir wollen es sauber machen, da müssen wir dann das Minus auch davor setzen. Genau. Oh Gott. Da müsste ich jetzt im Detail schauen. Wir haben hier an sich keine negative Zahl, meine ich ja so in der Hinsicht. Also weil bei den Komplementen hier war das ja, dass wir gesagt haben, wir haben es implizit halt auch mit dem Plus auch noch mit drin. Also dadurch, dass also das ist unser Minus dann irgendwie Plus wird, dass wir die Subtraktion anders darstellen. Da fehlt es uns, glaube ich, nicht. Nee, an den anderen Stellen sehe ich jetzt nicht, dass wir das Minus unterschlagen hätten. Jo. Aber finde ich gut, dass ihr mit aufpasst, weil ich versuche ja auch irgendwie schnell zu gehen und dann ist es eh immer viel zu viel Thema eigentlich für so einen Abend und dann kann auch schnell was durchrutschen. Gut, wir haben das einer Komplement. Und das Zweierkomplement wäre dann ja der zweite Schritt. Ja. Genau. Und
So, eine Sache muss ich doch noch zu dem Minus sagen. Also, es ist zwar an sich korrekt, dass wir die hier noch mithalten. Also, hier oben ist es noch wichtig und richtig. Da muss es sein. Hier unten ist es eigentlich mehr der Merker für uns, dass es eine negative Zahl ist, die vorliegt. Ne? Weil wir an sich die Zahl ja umgewandelt haben. Also nicht, dass ihr dann nachher die irgendwie nochmal wieder doppelt benutzt, um dann irgendein Minus zu rechnen oder so. Ich weiß, welche Flüchtigkeitsfehler man mal eben so machen kann oder was mir jedenfalls auch passieren kann. Und wenn ich irgendwo ein Minus sehe und ich addiere irgendwo was, dann mache ich plötzlich doch nochmal und dann wandle ich eine Zahl, die ich schon in Zweierkomplement umgewandelt habe, nochmal in Zweierkomplement um, weil ich denke, ich rechne ja gerade wieder Minus. Ne? Gut. Also, das ist das Verfahren aus der Vorlesung. Wie geht das jetzt, wenn wir das obige Verfahren nehmen? Wir würden uns also angucken, alle Bits von rechts durchgehen. Nee, was war erstmal unsere Zahl? 1, 1, 0, 1, 0. Wir gehen die Bits von rechts durch. Wir schauen uns das erste Bit an. Jetzt wechsle ich doch einmal auf den Stift. Okay, das erste Bit ist eine 0. Was machen wir damit? Null bleibt stehen. Genau. Dann haben wir eine 1. Was passiert mit der 1? Nach dem Verfahren, was oben beschrieben wurde. Beziehungsweise was auf dem Aufgabenblatt als Algorithmus beschrieben ist. Richtig, die erste 1 bleibt auch stehen. Dann haben wir eine 0. Was passiert damit? Die muss invertiert werden, richtig. 0 wird zu einer 1. Was passiert mit der 1 davor? Die wird auch invertiert. Genau, und die davor auch, oder? Ne, weil alles, was vor der ersten 1, die wir von rechts finden, steht, das wird invertiert. Das heißt, die beiden rechts sind stehen geblieben. Die erste Ziffer rechts, die 0, ist stehen geblieben, weil es eine 0 ist und keine 1. Die 1 ist stehen geblieben, weil es die erste 1 ist, die wir von rechts finden. Und der Rest wurde invertiert. Das ist der Weg, wie er hier oben in diesem Algorithmus beschrieben ist. Und so wie das, wie es auch oder wie auch auf dem Aufgabenblatt genau steht. Und jetzt, wie bitte? Achtung, das ist das, was hier oben im Algorithmus steht. Wir gehen von rechts nach links durch. Und es bleiben alle Ziffern, die 0 sind, stehen, bis wir die erste 1 finden. Die erste 1 ist die hier. Und diese 1 bleibt auch stehen. Also bleibt die stehen. Und der Rest wird invertiert. Okay. Es scheint ja so, als ob das Ergebnis das gleiche ist. Denn wir sehen, die 00110 ist auch das, was wir hier hatten. Mit dem Verfahren aus der Vorlesung. Und insofern sollt ihr halt jetzt versuchen, in 4.1b zu begründen, warum es das gleiche Ergebnis, das richtige Ergebnis liefert. Also warum ist das tatsächlich ein anderer Weg, wie man das machen könnte? Und
dafür lohnt es sich, wir können da nicht so ins Detail gehen, aber dafür lohnt es sich halt eben einfach mal anzuschauen. Man kann ja sagen, man hat irgendwelche wir haben irgendwelche beliebigen Binärzahlen, ne, wo irgendwie ganz viel irgendwas steht, ganz viele Bs, ganz viele Bits, irgendwas. Die können jetzt 0 oder 1 sein. Und dann haben wir irgendwo was, da kommt dann vielleicht eine 1. Oder wir haben das Gleiche. Da kommt statt einer 1 eine 0. Und dahinter naja, was haben wir an Möglichkeiten? Wir haben die Möglichkeit, dass dahinter vielleicht eine 0 ist nach rechts oder eine 1 oder eine 0 oder eine 1. Jetzt so ein bisschen blöd aufgeschrieben, aber wenn ihr versuchen wollt zu begründen, warum das Verfahren, was hier oben beschrieben ist, warum das das gleiche Ergebnis gibt wie das Verfahren aus der Vorlesung mit Invertieren und Addition plus 1, dann solltet ihr euch halt anschauen, wäre halt mein Tipp, den ich da mitgeben kann, eben zu gucken, wie ist das halt, wenn man eine Zahl hat, die, naja, eben an einer Stelle eine 1 hat und eine 0, wo es den Unterschied ausmacht. Und die Frage ist ja, wo können wir da die Unterschiede haben? Viel mehr kann ich an der Stelle nicht so ganz sagen. Außer, dass ihr vorne eine beliebige Zahlenkette haben könnt und hier hinten habt ihr vielleicht nur eine Ziffer oder auch mehrere. Und versucht bei der Begründung darzustellen, warum das dieser Algorithmus eigentlich doch genau das gleiche macht wie der aus der Vorlesung. Also das klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber nicht nur, dass er das gleiche Ergebnis liefert, sondern dass er genau das gleiche macht. Mehr kann ich da leider nicht sagen. Das heißt, wir würden jetzt nämlich mal weitergehen. Und gucken uns Gleitkommazahlen an. Gleitkommazahl nach IEEE 754 in einfacher Genauigkeit in Klammern 32 Bit. Warum einfache Genauigkeit oder so? Ja, es gibt halt auch doppelte Genauigkeit, das wären 64 Bit, aber im Aufgabenblatt habt ihr auch mit 32 Bit zu tun. Gut. Was sollten wir darüber wissen dann? Wir sollten vielleicht wissen, wie ist so eine Gleitkommazahl nach IEEE 754 aufgebaut? Und weiß jemand was darüber? Wie ist so eine Gleitkommazahl aufgebaut? Okay, Signed Bit, also ein Vorzeichenbit. Die Mantisse gibt es, ja. Ja, wir müssen ein bisschen gucken. Also erstmal richtige Begriffe schon mal. Es gibt Exponent und Mantisse. Tatsächlich in der Reihenfolge genau andersrum, die wir da brauchen. Für die IEEE 754-Darstellung. Reine Gleitkommazahl, hast du recht, das ist genau andersrum, aber wir sind hier IEEE 754 Darstellung. Wir haben ein Bit für ein Vorzeichen. Wir haben einen Exponenten. Und zwar haben wir 8 Bit für einen Exponenten. Und der steht auch nicht einfach nur irgendwie ganz normal da. Nein, wir haben was, das kennen wir schon, die Access 127 Darstellung. Okay, die spielt jetzt nicht da, das ist eine Darstellung. Die steht als
Als was genau? Wie würdest du das bezeichnen? Genau, also man sagt, dass die in normalisierter Darstellung da ist und dadurch haben wir dieses 1 Komma. Und wie viel Bit haben wir für die Mantisse? Dreiundzwanzig, genau. Na, also das ist, was noch über ist aus unseren 32 Bit. Ein Bit brauchen wir fürs Vorzeichen, 8 Bit für den Exponenten in XS127-Darstellung und 23 Bit für die Mantisse in normalisierter Darstellung. Normalisierte Darstellung heißt also nochmal auch was? Genau, es gibt nur eine, also die erste Ziffer vorm Komma ist keine 0, sondern ist von 0 verschieden und das ist auch die einzige von 0 verschiedene Ziffer, die vor dem Komma steht. Und im Endeffekt in Dualdarstellung heißt das natürlich dann, es ist 1, irgendwas. Was anderes gibt es da gar nicht. So, und ich habe das MMMMM schon gehört. Das heißt, wenn man das zusammenbaut, wir haben ein Bit für ein Vorzeichen. Wir haben 8 Bit für den Exponenten. Und wir haben 23 Bit. Das müssten 23 sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. 23 Bit für die Mantisse. Ich habe mich verzählt, weil ich habe mich vertippt. So. Gut. Dann nehmen wir uns mal ein Beispiel vor. Muss ich hier einmal kurz wechseln. Moment bitte. Nehmen wir das, das ist einfacher gerade. Nehmen wir mal eine Dezimalzahl 10. Die in eine Gleitkammerzahl umgewandelt werden soll. Das Ganze nach IEEE 754. So, und warum IEEE und irgendwas? Es ist halt eben ein Standard, so wie es DIN-Norm gibt, so gibt es halt auch IEEE-Standards, die dann weltweit auch Bestand haben. Was müssen wir also machen, um daraus jetzt eine Zahl, Gleitkommazahl heißt das, ja, ich war schreibfaul. So, was müssen wir jetzt also machen, um diese Dezimalzahl 10 in eine Gleitkommazahl nach IEEE 754 zu kriegen? Okay, erstmal natürlich richtig. Wir haben jetzt hier gerade 10 mal 10 hoch 0 wäre das vorliegen. Das Ganze können wir normalisieren. Das heißt, wir kämen auf eine 1, na gut, 1,0 eigentlich, mal. Also, ne, weil das die 0 ist noch von unserer 10. Wir verschieben das Komma. Wir verschieben das Komma um ein nach links. Das heißt, was passiert mit unserem Exponenten?
Ah, ihr habt die Wahl. Entweder wird der Exponent größer oder kleiner, wenn wir nach links verschieben. Genau, plus 1 ist das. Wenn das Komma nach links verschoben wird, dann wird der Exponent größer. Kann man sich an dem Beispiel auch noch gut vorstellen. Also auch da gilt wieder, wenn ihr genau das in der Klausur Panik habt und nicht mehr wisst, um Gottes Willen, wie war denn das noch? Schiebt mein Komma links, rechts, was wird kleiner, größer? Macht einmal 10 mal 10 hoch 0, normalisiert das. Dann sehen wir 1,0 mal 10 hoch. Ja, was muss ich denn 1,0 mal 10 hoch? Ich muss es ja mal 10 mal 10 nehmen, damit ich wieder auf meine ursprünglichen 10 komme. Also muss das mal 10 hoch 1 sein, weil 10 hoch minus 1 wäre dann die falsche Richtung. Dann wird die Zahl zu klein. Okay, wir haben die Zahl normalisiert, ja. Was müssen wir jetzt weitermachen? Okay, was für Zahlen sind in IEEE 754? Wie muss die Mantisse aussehen? Wie müssen die Zahlen aussehen, die in IEEE 754 dargestellt werden? Ich unterstreiche mal oder markiere mal hier ganz wichtig was. Was für eine Zahl ist unsere 10? Das ist eine Dezimalzahl, richtig? Richtig, denn das sind Dualzahlen, die wir brauchen für diese Darstellung. Wir haben ja Bits, ne? 1-Bit-Vorzeichen, 8-Bit-Exponent, 23-Bit-Mantisse. Das heißt, wir können da nur Nullen und Einsen reinsetzen, dass wir jetzt zufällig 10 haben. Okay, aber es ist ja 10 in ne? Dezimalzahl. Also sind wir noch nicht fertig, sondern wir müssen irgendwie noch gucken, wie wir unsere 10 umgewandelt kriegen. Das kann man in dem Fall machen. So, und du hast hier immer noch eine Dezimalzahl vorliegen. Okay, mach. Ich glaube, wir machen das mal anders. Wir machen das mal so, wie wir es klassisch machen. Wir fangen an, wir wandeln als erstes mal um. Und dann sehen wir nachher, wo sich die Unterschiede ergeben und warum wir das Ganze brauchen. Also, wir fangen an. Schritt 1. Umwandeln in Dualzahl. In normalisierter Darstellung. Das heißt, wenn wir unsere 10 hätten, und das ist ja nichts anderes als 1010 im Dualsystem, wenn wir diese Zahl normalisieren, dann kommen wir auf 1,010 mal 2, ja, weil 2 ja unser die Basis unseres Exponenten ist.
Wir sind gestartet mit 2 hoch 0. Um wie viele Stellen haben wir das Komma nach links verschoben? Drei Stellen sind das, genau. Das heißt, wir sind jetzt bei 2 hoch 3 angelangt. So. Und jetzt haben wir halt die entsprechende Dualdarstellung vorliegen. Und welcher Teil hiervon ist jetzt unsere Mantisse? Genau, also rein prinzipiell ist das komplette inklusive der 1 davor die Mantisse. Für unsere Darstellung brauchen wir nur die Ziffern hinterm Komma. Warum? Dazu frage ich gleich euch auch nochmal die Frage. Also wir brauchen nur die drei Ziffern hinterm Komma. Was hätte ich jetzt, wenn ich nicht aufgepasst hätte, hier unten mit meiner Zahl gemacht? Und was hätte ich hier gesagt? Was wäre jetzt hier meine Mantisse, wenn ich vorsichtig, wenn ich nicht aufgepasst hätte? Ne? Also muss man nicht weitergehen. Da merken wir kommen irgendwo in eine falsche Richtung, wenn wir da das einfach sagen, das passt ja schon alles. Das Ganze muss eine Dualdarstellung sein. Wir müssen die Zahl entsprechend umgewandelt haben. Und am einfachsten ist es tatsächlich meistens, oder der klassische Weg von einer Dezimalzahl in eine Dualzahl zu kommen, ist die Umwandlung in eine Dualzahl, dann zu normalisieren, dann die entsprechenden weiteren Schritte zu machen. Denn was müssen wir auch noch berechnen? Genau, den Exponenten. Genau, mit der Exzess-127-Darstellung. Das heißt, wir können die 127, können da Dinge machen, irgendwie im Motto, wir subtrahieren irgendwas. Das Einfachste in dieser Hinsicht hier ist, wir haben unseren Exponenten, den wir kennen. Das ist die 3 in dem Fall. Und wir wissen, wir können Exzess, also statt Minus können wir halt auch Plus rechnen. Also nicht Minus Plus, sondern wir müssen hier Plus rechnen. 1, 1, 1. Wir wollen ja, dass er nachher in der Entsch also das Ergebnis soll in Exzess 127 Darstellung sein. Und wir hatten letztes Mal ja festgestellt, oder was vorletztes Mal mit diesen Bitmustern, die wir interpretiert haben, wenn wir eine Zahl in der Exzess 127 Darstellung haben und wir wollen wissen, was war sie ursprünglich, dann müssen wir die 127 abziehen. Jetzt wollen wir die Zahl in dieser Darstellung kriegen, also müssen wir das Gegenteil tun. Das heißt, wir addieren dazu die 127. In dieser Methode für Exzess 127 nach IEEE 754, so ja. So. Und dann können wir das Ganze ausrechnen und ich spare mir gerade mal die Zeile mit den Überträgen. Dann müssten wir auf dieses Ergebnis kommen. Ne? 1 und 1 gibt Übertrag von 1 und 0. 1, 1 plus 1 ergibt Übertrag von 1 und eine 1. Dann zieht der Übertrag sich weiter bis hier ganz vorne in die vorderste Stelle. Da darf er dann runter. Und das ist der Exponent, den wir an der Stelle da hätten. Yep.
Ne, also wir hatten das letzte Mal, als wir damit zu tun hatten, hatten wir dieses 8-Bit-Muster. Ich habe hier gerade ein Echo noch. Danke. Das letzte Mal, als wir damit zu tun hatten, hatten wir das 8-Bit-Muster und da wussten wir, die Zahl ist schon in der Access-127-Darstellung. Und um das zurückzurechnen, mussten wir dann halt mit Minus das machen. Jetzt bringen wir die Zahl in die Access-127-Darstellung. Das heißt, an der Stelle machen wir hier plus die 127. Ja, ein Schritt nach dem anderen. Wir müssen gleich einmal gucken. Die Zahl, die wir. Lass uns einmal kurz bitte die Gleitkommazahl zusammenbauen. Und dann gucken wir da gleich nochmal rauf. Weil wir müssen natürlich nochmal wieder, das stimmt auch schon, wir müssen hier ein bisschen gucken, was haben wir denn für Zahlen, von denen wir eigentlich ausgehen. Ist nicht alles so einfach, leider manchmal. Was wollte ich noch? Genau. Ich möchte, dass ihr erstmal verstanden habt, wie das mit der IEEE 754 überhaupt funktioniert. Sonst wird das nämlich, glaube ich, noch schwieriger. Genau, es fehlt uns nämlich noch ein Schritt. Wir müssen das Ganze in IEEE 754 bringen. Womit würde ich dann jetzt anfangen? Was wäre dann die erste Zahl, die hier reinkommt? Nee. Genau. Das erste ist das Vorzeichen-Bit. Das wäre jetzt hier eine 0, weil wir eine positive Zahl haben. Wir sind gestartet mit der 10 oder plus 10. Und wie geht's weiter? Dann kommt der Exponent. Genau den haben wir eben berechnet. Und als letztes die Mantisse. Hat man schon gesagt, das wäre hier die 0, 1, 0, 0. Dann kommen hier die ganzen Nullen, die ich da jetzt nicht alle aufschreiben muss. Okay, das heißt, wenn am Ende ihr was in der Excel, sag ich schon wieder Excel, in der IEEE 754 Darstellung haben sollt, dann fängt das Ganze an mit. Oder das heißt, fängt an, dann sieht das nachher ungefähr so aus. Wir haben eine Stelle fürs Vorzeichen, wir haben 8 Stellen für das Bit, das Bit, 8 Bit für den Exponenten und dann kommt unsere Mantisse dazu. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal angucken, was haben wir eigentlich für Zahlen vorliegen. Die Zahlen, mit denen ihr startet, die sehen ja nicht so aus. Richtig. Das sind die anderen Stellen, die wir noch haben. Manchmal kriegt ihr da auch, das haben wir in dem Fall hier nicht stehen. Manchmal gibt es, dass es irgendwie heißt, nur die acht höchstwertigsten Bit oder so aus der Mantisse anzugeben. Dann würde es quasi heißen, dass ihr nur die hier angeben müsstet und die dahinter gar nicht angeben müsst. Achso. Okay, genau. Mir fällt auch ein, eine Frage habe ich jetzt vollkommen vergessen. Unsere Mantisse. Wir haben ja gesagt, von der Definition einer Gleitkommazahl, die Mantisse ist diese Zahl hier. 1,010 mal 2 hoch 3. Warum schreibe ich jetzt hier 0, 1, 0 und fülle mit Nullen auf?
Fünf. Okay. Insgesamt hier, wenn das jetzt mal die Frage ist, 23 Bit. Das ist die Definition von IEEE 754. Da gibt es auch nichts zu rütteln. Das sind immer 23 Bit, wenn es dann einfache Genauigkeit 32 Bit sind. Das hat damit nichts zu tun. Das hat da was zu tun, mit welcher Zahl wir starten. Unser Vorzeichen hängt davon ab, unsere Zahl, die wir nehmen, ist das eine positive oder ist das eine negative Zahl? Wir haben mit plus 10 angefangen. Hätte ich gesagt, wir sollen minus 10 umwandeln, dann hätte ich Vorzeichen 1 gesetzt. So, wieder zurück zu der Frage. Ich hatte ja gesagt, 1,010 war das, was nach der Normalisierung rausgekommen ist in der Mantisse. Warum schreibe ich in der Mantisse 010 und fülle damit Nullen auf? Nee, das hat nichts. Implizite 1 ist genau schon das richtige Stichwort. Dass wir quasi wissen, da ist immer eine 1. Und das wissen wir woher? Wir wissen es, dass wir in normalisierter Darstellung sind. Normalisierte Darstellung sagt uns, dass die Mantisse immer so hingeschoben ist, dass es eine 1 vorm Komma gibt und nur diese 1 vorm Komma, nichts mehr. Davor sind nur noch Nullen. Da darf keine zweite 1 mehr vorm Komma sein. Es ist eine 1 vorm Komma. Auch keine 0 vorm Komma direkt. Es ist genau eine 1 vorm Komma. Und alle anderen Ziffern, die unterschiedlich von der 0 sein können, die sind alle nach dem Komma. Ne? Also das heißt, durch die Normalisierung, wo wir ja quasi eine von 0 unterschiedliche Zahl vor dem Komma haben müssen, und es darf auch nur diese erste Ziffer unterschiedlich sein vorm Komma, dadurch sorgen wir dafür, dass wir ja, da ist immer 1, irgendwas. Also eine Dualzahl normalisiert ist immer 1, irgendwas. Außer die Nulldarstellung. So, also deswegen, wir haben hier. Wenn wir die Zahl, die Zahl 3 haben oder so, die in Dual darstellen, 1, also wäre ja 1, 1, 0, normalisiert, 1,1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Wenn wir die Zahl 15 nehmen, 1, 1, 1, 1, normalisiert, 1,1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mal 2 hoch und so weiter. Ja, also deswegen, dadurch, dass es sagt, wir müssen die Zahl in normalisierter Form da liegen haben. Das heißt, wir müssen sie auch erst normalisieren, bevor wir weitergehen. Dürfen wir diese 1 hier wegfallen lassen und haben nur noch das, was dann da eben dahinter steht. In dem Fall 0, 1, 0. Das ist der Anfang unserer Mantisse. Und da wir 23 Bit haben, alles weiter nach rechts wird mit Nullen aufgefüllt. Soweit verstanden? Okay. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Ich hatte schon gesagt, ihr habt ja die Aufgaben. Ihr habt ja Aufgaben. Ihr habt da ja eine andere Zahl. Die liegen ja anders vor. Was ist
Ja, was ist halt eben der Unterschied, wie die Zahlen bei euch vorliegen? Okay, also wir haben auf jeden Fall, ja. Ja. Ah. Okay, warum ist da so ein Strich? Vielleicht gehen wir erstmal auf die Schreibweise ein. Das ist ein guter Punkt. Das ist auch wichtig zum Verständnis an der Stelle. Das ist quasi eine andere Art und Weise, diese Schreibweise hier darzustellen. Also dieses 1,0110 mal 2 hoch 3 beispielsweise. Ich nehme nämlich da die Mantisse und schreibe den Exponenten dahinter und kleingestellt schreibe ich die Basis. Das heißt, für das Beispiel hier würde ich schreiben 1,010 Querstrich 2 hoch 3. Also ich bin im Dualsystem. Das heißt, mein Exponent wäre 1, 1. Und das Ganze mit einer kleingestellten 2. Oder umgekehrt, wenn ich jetzt beispielsweise, oh, was nehmen wir da mal Schönes? Nehmen wir mal 13,4. Und schreiben. Wollen ja mit irgendwie einfachen Beispielen leben, schreiben wir eine 2 da rein. Und sehen, was für eine Zahl würde sich dahinter verbergen. Achtung, 13,4 ist richtig. Mal, aber was ist das mal? Genau, mal 10 hoch 2. Denn die Basis, in dem Fall die 10, ist das, was hinten hinter der Klammer kleingestellt steht. Ne, in dem Fall hier kleingestellt die 2, weil wir 2 hoch 3 haben. Richtig. Das IEEE 754 ist von der Definition Binärsystem. So. Achtung, nur der Exponent hier. Ne? Die 3 ist nur der Exponent hier. Die 2 ist nur der Exponent hier. Und da sehe ich, dass ich gerade, ich habe mich verschrieben tatsächlich vorhin. Das bitte ich um Entschuldigung. Das ist natürlich, da muss natürlich ein Hoch 2 sein. Zu schnell getippt. Ja, also das, was da in Klammern ist, ist der Exponent. Und aber das ist eine gute Frage, weil das führt uns nämlich dahin, wenn ihr auf das Aufgabenblatt guckt, da seht ihr, dass bei
der Dualzahl steht halt eine 101. Und auch an anderen Stellen, was haben wir noch? Wir haben bei C, da steht irgendwie eine 4. Na gut, das macht auch noch nicht so viel aus. Aber der Exponent, der ist halt auch in der entsprechenden Basis des entsprechenden Systems dann auch dargestellt. Der Exponent hier an der Stelle, ja, die 1, 1 hier ist der Exponent 3 und die 2 ist hier der Exponent 2 hier unten. Das ist genau, weil das binär ist. So, dann. Genau. Wenn wir also zum Beispiel in Aufgabe 4.3 eine Zahl haben, die in dieser Schreibweise vorliegt, 13,4-2 tiefgestellte 10, dann wissen wir jetzt also, dass es 13,4 mal 10 hoch 2. Wenn die Zahl allerdings als normalisierte Zahl dargestellt werden soll, was müssen wir dann an der Stelle machen? Okay, es hängt so ein bisschen davon ab, wie wir halt weiter damit umgehen. Bei 4.3 sollt ihr einfach nur Zahlen normalisieren. Ich mische jetzt gerade ein bisschen die Aufgaben schon wieder. Das ist. Die Antwort war richtig und die Anmerkungen auch, falls das Sinn ergibt. Nein, ich will damit sagen, dass du recht hattest mit deiner Anmerkung. Aha, aufpassen, wie rum wir vorgehen. Aber auch dadurch, dass ich tatsächlich gerade eben gesagt hatte, bei 4,3 und eine Normalisierung, sind wir gerade an der Stelle, dass tatsächlich das richtig war, was eben als Antwort gegeben war, weil ihr da einfach nur normalisieren sollt. Ein Schritt nach dem anderen, bitte. Okay. Ich hatte gerade irgendwie versucht, hier noch meine Striche wegzukriegen. Das mag er nicht. Dann male ich sie halt über. Das war die Bearbeitungsebene. Okay. So, dann schreibe ich dazu analog zu 4.3. Wir haben eine Zahl vorliegen, und ihr sollt sie einfach nur normalisieren, wie da auch dann steht, die erste von 0 verschiedene Stelle der Mantisse unmittelbar links vom Dezimalpunkt, nein, soll unmittelbar links vom Dezimalpunkt stehen. Und das heißt, rein normalisiert für 4.3. Wäre 1,34. Ja. Und der Exponent wird in dem Fall ja, Achtung, 2, also 2 ist das, was auf keinen Fall sein kann. Wir schieben das Komma. Muss größer oder kleiner werden, wird größer. Wir schieben das Komma nach links. Das heißt, es wird größer. Okay, das ist also das, was ihr bei 4.3 machen sollt. Da sollt ihr Zahlen einfach nur normalisieren. So.
Ist, glaube ich, nicht angegeben bei denen da oben, wie die sein dürfen. Wie gesagt, ich bin jetzt bei 4,3 bei der Aufgabe. Da ist nur, ihr habt eine Zahl in dem Format vorliegen, wie sie links ist. Und ihr sollt das Ganze normalisieren. Und es ist nicht angegeben, dass ihr irgendwie eine bestimmte Breite einhalten müsst. Ne, das ist an anderen Stellen müsst ihr eben gucken, was mit der Bitbreite ist. Hier sollt ihr einfach nur normalisieren bei 4,3. In dem Fall haben wir das Komma nur um 1 verschoben, weil wir die erste Stelle vorm Komma und die einzige Stelle vorm Komma, die unterschiedlich von der 0 ist, haben wollten. Das kann nur die 1 sein. Deswegen 1,34. Wir haben eine Stelle nach links verschoben. Wir erhöhen den Exponenten dadurch um 1. Gut. Wie können wir jetzt mit dieser Zahl weiter vorgehen, wenn wir das Ganze weiter benutzen sollen? Oh. Also oben sind wir noch so ein bisschen vorgegangen. Wie ist das, wenn wir es relativ einfach haben? Wir haben schon eine schöne Zahl vorliegen. Wir sollen sie bearbeiten. Die einfachste Art und Weise, in 4,4 weiterzugehen, ist, ihr nehmt die Zahl, die ihr habt, die 1,34 mal 10 hoch 3. Und schaut, was das dann eben für eine Zahl ist, wie ihr die sicher und einfach in die richtige entsprechende Dualdarstellung kriegt. 1,34 mal 10 hoch 3. Wir haben sie gerade schön normalisiert. Das Problem ist, wir schmeißen die Normalisierung eigentlich dann erstmal weg im ersten Schritt. Wir sagen statt 1,34 mal 10 hoch 3, 13,4 mal 10 hoch 2. 134 mal 10 hoch 1, 1340 ist die Zahl, die das ja eigentlich ist. Und jetzt mag er wieder mein tiefgestelltes 10 nicht. Wir brechen die Normalisierung hier wieder auf. Klingt ein bisschen blöd, ist aber tatsächlich das Einfachste und Sicherste. In 4,3 solltet ihr einfach, also deswegen wirklich so ein bisschen trennen, in 4,3 solltet ihr einfach mal üben, wie ist das mit Normalisierung? Und deswegen finde ich es persönlich, und jetzt sind wir wieder an dem, was vorhin gesagt wurde, es ist nicht, die Aufgaben sind nicht missverständlich, aber sie sind vielleicht unpraktisch in der Abfolge formuliert. Ich finde es unschön, dass man das so aufeinander aufbaut. Hättet ihr komplett unterschiedliche Zahlen und für beides würdet ihr gar nicht so durcheinander kommen. So, das heißt, wir hätten 1340 als Zahl. Und damit würden wir dann einfach weitergehen. Wir würden das Ganze in eine Dualzahl wandeln. Habe ich tatsächlich gerade nicht im Kopf an der Stelle, weil ich das Beispiel aus den Fingern gesogen hatte eben. Ich glaube dir das gerade mal. Dann würden wir es normalisieren, wie oben. Das heißt, wir müssten unser Komma verschieben. Das wäre dann 1,01001111100. Jetzt haben wir das Komma um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stellen nach links verschoben. Also mal 2 hoch. Sehen werden wir dann. Und dann können wir genauso weitermachen mit dem, was wir oben schon gemacht haben, mit dem, wie wir unseren Exponenten berechnen und wie wir das Ganze in IEEE 754 weitermachen. Und
Die mal 2 hoch 10 ist durch das Komma verschieben. Beim Normalisieren haben wir das Komma verschoben und wir müssen ja trotzdem schauen, dass diese Zahl den gleichen Wert behält wie diese Zahl. Also ganz platt. Nein. Das Komma war vorher hier, ganz rechts. Wir haben das ja von rechts nach links verschoben. Ne? Ich sage mal ganz platt an der Stelle, nur weil wir unsere Euro in Centstücke umwandeln, wollen wir trotzdem ja den gleichen Betrag am Ende haben. Wir wollen ja nicht ärmer werden dadurch. Gut, und dann kann man halt eben, wie gesagt, den Exponenten umwandeln, IEEE 754, das Ganze, das brauchen wir jetzt gerade nicht noch auch nochmal machen. Wenn ihr schon eine Dualzahl vorliegen habt, ist es natürlich umso einfacher. Und wenn ihr eine Oktalzahl, nee, nicht eine Oktal, ich sag Oktal, wenn ihr eine Hexadezimalzahl vorliegen habt, wie in Aufgabenteil C, dann müsst ihr halt eben auch gucken, dass ihr die Zahl entsprechend dann einmal umwandelt, auch ebenfalls in, also eben schaut, dass ihr die in die richtige Zahl kriegt. Vielleicht schafft ihr es sogar von Hexadezimal direkt ins Dualsystem, haben wir ja so ein paar Kniffe. Und auch da gilt dann nochmal die Normalisierung. Ne, also insofern achtet darauf, dass ihr einmal erstmal guckt. Am einfachsten ist es für die Dezimalzahl einmal den Exponenten nochmal loszuwerden und das dann alles umzuwandeln, weil sonst kommt man so durcheinander, wie wir vorhin das Beispiel hatten, wo wir auf eine falsche Zahl gekommen wären. Ich hoffe, damit kommt ihr weiter an der Stelle. Gut, wir haben nämlich noch eine Sache, wo wir, und wir sind schon wieder viel länger als ich dachte, aber wenn ihr die ganzen Fragen habt, lieber die Fragen hier stellen, als in der Klausur sich nachher drüber ärgern. Okay. Okay. Es gibt auch noch einen anderen Weg, wie ihr das andersrum macht. Nee, wir sind hier an der Stelle. Ihr habt die Darstellung. Ihr sollt das Ganze als Exponent in Exzess 127 darstellen. Und das bedeutet wirklich, dass wir an der Stelle drauf addieren müssen. Denn in der Exzess 127 Darstellung sind wir quasi 127 weiter verschoben von der Null weg. Gibt das Sinn? Also wenn wir den Wert, was hatten wir hier, 3 haben, müssen wir auf den Wert 130 kommen, weil wir diese Verschiebung von 127 haben. Also der Wert 0 wird ja durch 100. Das finde ich auch spannend. Warum werde ich denn hier zwischendurch rausgekickt? Nach dem Motto, wenn man zu wenig arbeitet oder so. Da müsste ich an der Stelle genau auf die entsprechenden Folien gucken, wie das aussieht.
Also man muss halt, es ist immer die Frage von was das, von wo man startet. Müsste ich auf die Folien gucken. Ich würde an der Stelle tatsächlich lieber einmal auf die 4.5 eingehen und dann kann ich vielleicht, wenn du dann noch warten magst, können wir nochmal drauf gucken, dass ich die Folien nochmal rausschaue. Aber ich glaube, wenn ich da jetzt drauf gucke, kann es sein, dass ich die anderen dann noch länger, dass es sich verzögert. Gerne. Erinnere mich nur daran, dass ich das gleich nicht vergesse, ne? Also, wenn du noch die Zeit hast, dann gucken wir gleich nochmal auf die Folien am Ende. Genau. Eine Sache gibt es nämlich noch in 4.5, Gleitkomma-Rundung. Also wir sind noch einmal bei Gleitkomma-Zahlen. Und zwar habt ihr zwei Gleitkomma-Zahlen, die berechnet und gerundet werden sollen. Und zwar einmal einmalige Rundung am Ende und einmal Rundung aller Zwischenergebnisse. Wie sieht das aus? Wer kann mir was dazu sagen, wenn wir zwei Gleitkommazahlen addieren wollen? Worauf müssen wir achten? Richtig, wir müssen gucken, dass wir die Exponenten angleichen. Sehr gut. Das heißt, wir schnappen uns jetzt also mal. Ich habe die falschen Ebenen noch. So, wir sind hier einmalige Rundung am Ende. Das heißt, als erstes passen wir den Exponenten an. Und würden. Es ist meistens am einfachsten, auf den höheren Exponenten anzupassen. Wie würde dann der Exponent der kleinere aussehen oder die kleinere Gleitkommazahl, wenn wir die auf den höheren Exponenten anpassen? Genau, wir würden das Komma nach links verschieben, das ist richtig, und zwar um zwei Stellen. Also sind wir auf 0,03 737 mal 10 hoch 4. Was wäre der zweite Schritt, den man macht, wenn man zwei Gleitkommazahlen addieren will? Ich sehe da gerade keinen Kontext. So ist klar. Ach so. Nee, die 10 hoch. Also im Endeffekt können wir die 10 hoch 4 ignorieren an der Stelle gerade für den nächsten Schritt. Wir haben die Exponenten angepasst, damit wir eine Sache machen können. Richtig, die Mantissen addieren. Das heißt, wir nehmen unsere 0,03737, addieren darauf die 9,9631 und wundern uns darüber, dass das irgendwo total verschoben ist. Nee, so haut das hin. So, dann addieren wir das Ganze. Wir haben hinten die 7, davor haben wir die 4, die 0, Übertrag 1, 0, Übertrag 1, 0, Übertrag 1, da ist das Komma, 0, Übertrag 1 und unsere 1. Das ist also unsere Addierung der Mantissen.
Was müssen wir danach machen? Ah, Achtung, Runden ist hier noch nicht angesagt. Runden machen wir einmal ganz am Ende und wir sind noch nicht fertig mit der Zahl. Normalisieren ist das, genau. Nächster Schritt ist normalisieren. Denn wir haben durch unsere Addition, wir hatten, na gut, okay, die Zahl war ja auch nicht normalisiert. Aber wir haben irgendwie zwei Stellen vor dem Komma, das ist irgendwie doof. Also, normalisieren. Nein, also das ist nicht nur doof, sondern das gehört sich nicht nach der Gleitkomma-Darstellung. Wir normalisieren, das heißt, wir kommen auf 1,4 Nullen sind das. Das ist 4, sieht aus wie 4. 4, 7 mal. Ja, wir haben das Komma wieder einen nach links verschoben. Das heißt, unser 10 hoch 4 wird zu 10 hoch 5. Und dann kommen wir zu dem, was eben schon gesagt wurde. Letzter Schritt ist, wir runden das Ganze. Denn das ist ja hier die Variante einmalige Rundung am Ende. So, wo müssen wir runden? Achtung! Achtet auf den Aufgabentext, kann ich da immer nur tippen. Wir addieren und runden auf vier Nachkommastellen. Ja, das heißt, bei mir sind es vier Nachkommastellen und ja, okay, bei euch in der Hausaufgabe auch vier Nachkommastellen. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 Nullen. Da würden wir normal runden. Die nächste Zahl, die 4, wird abgerundet. Also das heißt 1,34 Nullen mal 10 hoch 5 ist prinzipiell unser Ergebnis. Und ja, das ist jetzt alles nur Nullen, aber da eben gesagt wird, dass wir eine Zahl im Gleitkomma-Format haben, die 4 Nachkommastellen hat, müssen wir die entsprechend natürlich trotzdem auch angeben. Okay, das ist die Variante. Einmal runden ganz am Ende. Also an sich hast du natürlich recht, wenn wir eine 7 haben und wir runden an der Stelle, dann wird aufgerundet. Aber wie ist das jetzt hier mit dem Ganzen? Mal kurz das Kabel da unten wieder zurechtziehen. So, wie ist das jetzt hier an der Stelle mit unseren Ziffern? Wenn wir eine ganz lange Zahl haben, also irgend sowas, keine Ahnung, sowas, keine Ahnung, was das ist, 3, noch was, und es wird gesagt, wir sollen auf zwei Stellen runden. Wenn wir auf zwei Stellen runden sollen, also zwei Nachkommastellen, dann gucken wir uns nicht an, was hier hinten alles steht, sondern wir gucken uns nur eine Zahl an, nämlich diese hier. Die dritte davor. Und in unserem Beispiel ist das hier, wir sollen auf vier Nachkommastellen runden. Und das heißt, wir haben hier vier Nachkommastellen. Die Stelle darüber, wo wir eventuell nochmal gucken, ob wir irgendwas runden müssen. Ja gut, da ist auch irgendwie nichts. Wir bleiben hier irgendwie mit unserer Null an der Stelle. Dann wäre es 0,1. Haben wir aber nicht. Gucken wir uns mal an, wie das aussieht, wenn wir alle Zwischenergebnisse runden. Wir müssen auch da natürlich einige Sachen machen. Wir müssen den Exponenten anpassen. Die Abfolge der Schritte bleibt gleich, nur wir müssen immer auch runden, und zwar immer runden auf vier Nachkommastellen. Das heißt, wir gucken uns jetzt an,
unsere Zahl 0,03737, oh, 5 Nachkommastellen. Nicht gut. Wir müssen runden. Das heißt, unsere Zahl ist ja nur noch 0,0373, nee, 0,7374, weil die 7 ja bedeutet, dass wir aufrunden müssen. Mal 10 hoch 4. Okay, dann geht's weiter. Die Mantissen addieren. Gleicher Ablauf wie eben. Wir haben nur einmal zwischendurch gerundet. 0,0374 plus 9,9631. Wir addieren das Ganze und wir rechnen von hinten. 4 plus 1 ist 5. Davor haben wir eine. Ups, so weit wollte ich nicht rutschen. 3 plus 7 ist 0 mit Übertrag von 1. 3 plus 6 ist 0 mit dem Übertrag von 1. 9 plus Übertrag immer noch ist. Also 3 plus 6 und Übertrag ist 0 mit Übertrag 1. 9 plus der Übertrag ist 0 mit dem Übertrag von 1. Das kann man nicht vergessen. Übertrag von 1 und die 9 heißt 0 und davor die. Nein, andersrum, die 10. Also. Das Ganze einmal zusammen addiert. Und wir gucken. Rundung. Nee, nicht Rundung. Erstmal stellen wir fest, Rundung nicht nötig. Haben schon 4 Nachkommastellen. Alles hübsch. Das heißt, wir kommen zum Thema Normalisieren. Warum ist die Rundung nicht nötig? Eine gute Frage. Warum brauche ich hier nicht runden? Richtig. Also, wir haben ja hier in der Berechnung nur 4 Nachkommastellen. 4 Nachkommastellen dürfen wir haben, also brauchen wir auch nicht runden. Alles super. Gut, wir normalisieren. Das heißt, wir kommen auf 1,00005 mal 10 hoch 5. Und was müssen wir als letztes nochmal machen? Runden. 1,000. Oh, 1 mal 10 hoch 5. Interessant. Das heißt, wir haben einmal gerechnet, wo wir am Ende einmal gerundet haben und wir kriegen anderes Ergebnis raus, als wo wir nicht am Ende nur gerundet haben. Ne? Also da, wo wir die ganze Zeit, ja, also wo wir jedes Zwischenergebnis gerundet haben, irgendwie hat sich dadurch da was anderes ergeben. Und in Teil C wird ja die Frage gestellt, welches Verfahren vorzuziehen ist. Insofern, oder beziehungsweise was wären sinnvollere Rundungsverfahren? Ihr seht schon, es gibt Unterschiede. Kann man überlegen, ist das eigentlich immer sinnvoll? Was bedeutet das für Ergebnisse? Umgekehrt ist es aber auch die Frage, ist es gut, nicht zu runden die ganze Zeit? Wir haben jetzt relativ kleine Zahlen genommen. Was ist, wenn ich rechnen würde, so eine Zahl, so in der Art von Pi? Gleitkommazahl, die genauso lang ist wie Pi, plus nochmal so eine Gleitkommazahl. Und dann rechne ich noch mehr und noch mehr und noch mehr. Aber also ewig viele Nachkommastellen, ist das so klug? Also insofern, wenn wir sicherstellen wollen, dass uns das hier nicht passiert, dass wir einen Unterschied haben zwischen 0 und 1, kann man sich ja vielleicht überlegen, ob man
zwar irgendwo vielleicht nicht rundet, aber vielleicht, ob man irgendwie ein paar mehr Nachkommastellen gut findet. Aber wie viele eigentlich? Das sind so Gedanken, die für Aufgabenteil C so ein bisschen mit reingehen sollen. Ja. In der Hausaufgabe. In der Hausaufgabe sollt ihr beides einmal machen. Ihr habt einmal das, dass ihr mit einmaliger Rundung am Ende nach der Normalisierung das machen sollt, wie das obere, was wir gemacht haben. Die einmalige Rundung am Ende. Und ihr sollt einmal quasi, ne, wie es ja bei euch heißt, bei der Berechnung werden alle Zahlen, auch die Zwischenergebnisse, auf 4 Nachkommastellen gerundet. Die Frage nach der besseren Vorgehensweise ist Teil der Hausaufgabe in Teil C. Die beantworte ich euch, wie gesagt, nicht. Habe ich eben einige Tipps gegeben in der Richtung, worüber man nachdenken kann. Also dass irgendwie das Zahl plötzlich eine andere Zahl wird, ist ja vielleicht nicht so klug, ja. Genau, und ihr sollt halt, ne, Aufgabenteil A und Aufgabenteil B sind unterschiedlich, ihr sollt jedes einmal machen. Und ich glaube, also es sind zwar andere Zahlen, die ihr habt, aber ich glaube, ihr werdet ähnliche Erlebnisse haben mit euren Zahlen. Gut, genau, dann, Gottes Willen, das war jetzt richtig lange heute. Aber wenn die Fragen da sind, dann ist es ja auch gut, dass wir es machen. Ich danke euch soweit, dass ihr da seid. Ich weiß, dass ich mir gleich noch mal einmal Folien angucke. Insofern bleibe ich auch noch im Raum. Ich sage aber allen anderen schon mal, die damit erstmal gehen wollen, sage ich schon mal Tschüss, wünsche eine schöne Woche. Danke fürs Mitmachen und jetzt suche ich einmal Folien, wo ich die habe. Wenn du einen Link zu den Folien hast, wäre natürlich umso besser. Ich meine die Vorlesungsfolien tatsächlich. Also das war die Frage von, die eben kam. Die bezog sich auf die Vorlesungsfolien von Herrn Meder. Ich habe nachher, du kannst, wenn du irgendwo nochmal dir was in Ruhe anschauen willst oder vielleicht nochmal nachgucken willst, weil ich irgendwo zwischendurch auch mal durcheinander gekommen bin und nochmal was korrigieren musste, was manchmal ja nun mal leider doch vorkommt. Ich lade die Sachen, wenn das technisch geklappt hat mit der Aufnahme, lade ich die Sachen nachher auf dem YouTube-Kanal hoch, den ich seit ein paar Jahren fürs Tutorium nutze. Und dann kannst du dir da das entsprechend auch angucken. Die Folien selber, also Folien, die GIMP-Dateien selber, ist immer schwierig, die irgendwie hochzuladen, weil ich es leider häufiger schaffe, unbewusst, und das tut mir dann so auch leid, ich schaffe es unbewusst manchmal aus Versehen, auf den falschen Folien noch mit rumzutippen und dann zerstöre ich auf den unteren Ebenen Sachen und dann ist wieder nicht mehr alles da. Also insofern, wie gesagt, in der Videoaufzeichnung ist aber sonst, kannst du auch nochmal dir Dinge in Ruhe nachgucken. Gerne. Okay. Ja, genau. Schmeiß dir einmal kurz in den Chat. So, bei welcher Folie warst du? Also. Genau.
Also im Endeffekt ist es ja, da steht ja, dass die Zahl, die binäre Ganzzahl minus Offset ist. Warte, mit mal plus die, welche? 100?